Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Es ist wieder Zeit für Flohmarkt, 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 Flohmarkt Hall, Flohmarkt, Flohmarkt, Flohmarkt Hall. Ja, ich war auf dem Flohmarkt, diesmal alleine. Und ich hatte nur eine Vorgabe von Herrn Maffern, ich durfte keine Taschen kaufen. Wer das live gesehen hat an dem Sonntag, ist jetzt ungefähr 2 Wochen her, ungefähr, ja. Der weiß, die liebe Mira hat mir dann was Geld gespendet im Live-Chat, damit ich mir eine Tasche kaufen kann. Leider gab es nur eine Tasche, die ich gut fand und die hätte 15 Euro gekostet. Und sie wollte nicht runtergehen und sie war ein bisschen unsympathisch und dann dachte ich so, nee. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Jetzt zeige ich euch, was in meiner tollen Superman-Tasche, die ich mir in Berlin gekauft habe, drin ist. Wir starten mit etwas, was ich für Herrn Muffin gekauft habe. Der kommt nämlich in sein Auto. Dieser kleine Freund hier. Herr Muffin liebt ja Dackel. Und das ist ein kleiner Rauhaar-Dackel. Ist der nicht süß? Du kleines Schnäuzchen. Der kommt in Herrn Muffins Auto auf die Hutablage. Und der darf dann mitfahren. Genau, der hat 1 Euro gekostet. Den setze ich jetzt mal hier hin. Dann habe ich ein Konvolut gekauft für 4,50 Euro, alles zusammen. Und zwar, die 2 für meine Hutablage in meinem Auto. Fragt mich nicht, ich habe die gesehen und die mussten einfach mit. Die 2 waren in einem Konvolut mit drin. Und diese Prinzessin hier. Ich wollte immer schon die Diddle-Ballerina haben. Und die ist ein bisschen geliebt. Man sieht, dass sie sehr lieb gehabt wurde. Was mache ich ihren Rock hoch? Das wird noch demonetarisiert hier. Diese süße Delina. Und sie sagt, hallo. Hallo. Seid meine Freunde. Und sie hat gesagt, hallo, seid meine Mama. Und ihre Schleifenbändchen gehen gerade auf. Das geht ja gar nicht. Ich mache die Schleifenbändchen mal wieder zu. Und die kommt zu meiner anderen Diddelmaus, die auf meiner Couch sitzt. Und dann können die zusammen durch die Gegend diddeln. Gott, die war so teuer damals. Ich weiß nicht, wie viel Mark die gekostet hat damals. Aber jetzt habe ich sie im Konvolut mit den 2 anderen für 4,50. Ich bin begeistert. 4 Euro wären noch besser gewesen, aber 4,50. Allein die ist schon 5 Euro wert, meiner Meinung nach, aber ich habe es günstig geschossen und ich liebe sie. Die ist so süß. Die darf auf meinem Schoß sitzen. Genau. Die darf jetzt auf meinem Schoß sitzen, bis sie auf die Couch kommt. Das Beinchen nehme ich mal lieber rüber. So. Dann habe ich für die Freundin von Herrn Muffins bestem Freund was gekauft, weil ich an sie denken musste und vielleicht guckt sie auch das Video, dann grüße ich dich ganz lieb. Genau, die ist nämlich Fan von einer speziellen Fußballmannschaft. Ja, vom FC Bayern. Und da gab es für 1 Euro diesen magnetischen Flaschenöffner, ist auch lizenziertes Merch von Bayern München. So sieht das aus, hier sind die Magnete und hier ist ein Öffner und wieder Zumachding. Vielleicht hat sie das schon, aber kann man nie genug haben, würde ich sagen. Und diesen Mir San Mir Schlüsselanhänger, der hat mal 10 Euro gekostet, 9,95. Das andere Ding 4,95. Und das Coole daran ist, dass hier ein Einkaufschip dabei ist. Der ist mit Magnet da dran. Und dann hat man hier einen Einkaufschip. Also nicht nur schick, sondern auch praktisch. Und ja, sie ist großer FC Bayern München Fan und das habe ich für sie mitgebracht, jeweils 1 Euro. Die waren froh, dass sie es los waren hier. Hier ist man nämlich eigentlich Holstein-Kiel-Fan, ne? Aber er war, glaube ich, HSV-Fan oder St. Pauli.
Unangenehm. Egal. Weiter geht's mit etwas Praktischem für den Urlaub. Ein Nackenhörnchen. Und es ist nicht nur ein Nackenhörnchen, sondern es hat eine Kapuze mit Augen und Ohren. Herr Muffin hat nämlich bei der letzten Reise mein Nackenhörnchen genommen. Und das ist eigentlich ein Kindernackenhörnchen. Deswegen ist das ein bisschen klein, aber es reicht, dass ich mich schön anlehnen kann. Und die Kapuze, ich nehme mal den Muffin ab. Ich habe jetzt eine Spange drin, deswegen ist sie nicht so weit vorne, aber die geht schön über die Ohren. Und dann hat man zusätzlich noch Augen und Ohren. Und ja, die, hier sind noch so Bensels. Kann man das noch zuziehen, dann hört man nicht so viel. Sind die Ohren geschützt, weil es ist ja immer im Flugzeug, ist ja immer so ein bisschen Wind von der Klimaanlage. Und dann ist man schön geschützt und kann dann seine Musik hören. Oder was auch immer. Ich schmeiß alles runter. Ein Nackenhörnchen mit Kapuze. Sehr praktisch. Ich muss mal eben den kleinen Mann hier wieder hochholen. Und mein Lippenstift darunter gefallen ist. So, und meinen Muffin wieder aufsetzen. Und meine Diddlemaus wieder platzieren. Oh, das ist ein Real-Life-Struggle hier. Real-Life-Struggle. So. Weiter geht's mit einem Kerzenständer. Mit diesem schönen Drachen hier. Hat 1,50 gekostet. Sie wollte 2 Euro haben. Ich habe sie auf 1,50 runtergehandelt. Und ich habe keine Macken bis jetzt entdeckt. Und der ist richtig schwer. Und wir haben in der Küche einen schwarzen Raben als Kerzenständer, der auch an so einer Stange sitzt. Und jetzt haben wir noch einen Dragon dazu. Hier ist eine Prägung drin, Copyright 98 WUI oder so. Kennt das jemand von euch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was ich da gekauft habe. Auf jeden Fall hat es nur 1,50 gekostet und ich finde den sehr schön. Ah doch, hier, das eine Hörnchen ist abgebrochen. Da, aber das habe ich gar nicht gesehen. Das ist auch mal geklebt worden, da ist mal der ganze Kamm hier abgebrochen. Aber das sieht man nun wirklich nicht. Wenn man den so hinstellt, sieht man das doch kaum. Finde ich nicht schlimm. Der kommt in die Küche. Dann durfte mit für 1 Euro ein Buddha aus Holz mit als Teelichthalter. Und ich sehe gerade, so einen ganz ähnlichen habe ich mir bei... Wo war das? Bei Teddy oder so gekauft? Aber ist das der gleiche? Nee. Das Teelicht ist ein bisschen höher. Also ist nicht der gleiche. Sehen sich nur extrem ähnlich. Der ist von, ich glaube, von Teddy oder von Primark oder so. Der ist ein bisschen dunkler und der ist halt aus Holz und der ist sehr schön für 1 Euro. Kann man nichts sagen. Dann habe ich 2 Tassen gekauft. Einmal eine Fußballtasse für Herrn Muffin und eine Powerfrau-Tasse für mich. Ja, für jeweils 1 Euro. Bei Keramik bin ich immer ein bisschen geizig. Für 1 Euro fand ich das aber in Ordnung pro Tasse. Dann Sweet and Easy Any Bucked. So ein Muffin mit so einer Klammer dran, wo so Muffin und ein Bär dran ist. Der kommt wahrscheinlich in den Hintergrund, wenn mein Kallax steht, mein Kallax-Regal, was da hin soll. Der Schrank ist ja weg. Und wenn der da steht, dann, miau, dann kommt der Muffin wahrscheinlich in den Hintergrund. Genau, und die Klammer weiß ich noch nicht. Aber der Muffin, der da dran hängt, ist natürlich auch super süß. Und der Bär, voll cute. Dann kommen wir zu den letzten 2 Teilen und dann war es das schon mit dem Flohmarkt Haul schon. Ich habe Herr Muffin 2 T-Shirts gekauft. Einmal von EDC Brand Vintage Style. EDC, ist das nicht Esprit? Dieses T-Shirt hier mit den Bärten drauf. Und da steht drauf Beard or Mustache, Bad Boys, Good Boys. Und dann die Erklärung aus dem Duden für Mustache.
also für Oberlippenbart. Das fand Herr Muffin jetzt nicht ganz so geil. Ich find's mega. Er kann das ja zu Hause anziehen oder zur Arbeit oder so. Das kommt in die Wäsche hinter mich, auf den Wäschehaufen. Und da hat er sich gefreut. Ein Dropkick Murphys T-Shirt in Größe L für jeweils 2 Euro die Shirts. Fand ich mega. Habe ich sie runtergehandelt von 5 Euro auf 4 Euro. Und da freut sich Herr Muffin. Das findet er schön. Ich fand einfach das Motiv schön. Ich wusste nicht, ob er die Band hört. Ich weiß, dass es eine Band ist. Aber ich wusste nicht, ob er die gerne hört. Weil bewusst habe ich sie noch nicht gehört bei ihm, aber er hat sich gefreut und er hat sich auch über den Dackel sehr gefreut für sein Auto. Genau, und ich freue mich sehr über meine Ballerina. Ui. Ich muss mal gucken, die Beinchen, doch, die sind noch fest. Aber die wird ja eh nur da sitzen und süß sein und ich freue mich ganz doll. Ja, und das war mein Flohmarkt-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wo setze ich sie mal hin? Hier so. Ja. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, werdet gesund und haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Tschüss.